Ja, ihr Lieben, hallihallo, der NRW Boy 18 hier. Ich begrüße euch zu einem, meiner weiteren Let's Plays. Wir spielen von Agatha Christie Mord im Orient Express. Ja, das Let's Play wurde schon von einigen mal angesprochen und verlangt. Ich habe gesagt, ich kann es euch leider nicht versprechen, wann es sein wird. Jetzt ist es endlich soweit. Ich hatte einige Probleme hiermit, aber die habe ich gelöst. Es funktioniert jetzt einwandfrei, es ruckelt nicht, es zuckt nicht. Und die Aufnahme funktioniert auch hervorragend. Ja, wir schauen uns jetzt das Intro an und dann erklärt sich vieles von selbst. Ich habe schon mal ein Spiel an Bord des Orient Expresses gespielt, und zwar war es The Last Express. Zu finden bei mir im Kanal, auf der linken Seite. Ja, das hier ist ein ähnliches Spiel. Man muss halt auch einen Mordfall aufdecken. Mehr möchte ich jetzt aber noch nicht verraten, denn wir schauen uns jetzt das Intro an und dann hören wir uns nach dem Intro wieder. Also bis gleich! Hey, ihr da drin, ihr könnt nicht entkommen. Wenn ihr nicht in 10 Sekunden draußen seid, wird scharf geschossen. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Eure letzte Chance. Okay, Feuer frei, Leute. Monsieur Hercule Poirot ist ein sehr guter Freund von mir. Er hat der türkischen Regierung einen großen Dienst von internationaler Bedeutung erwiesen. Nun wurde er vom Premierminister persönlich aufgefordert, sofort nach Großbritannien zurückzukehren. Erst gestern Abend habe ich, Marcel Buss, noch mit ihm gespeist und meinem Freund im heutigen Zug einen Platz zugesichert. Ich vertraue Ihnen Monsieur Poirot an, Mademoiselle Marceau. Beschaffen Sie ihm ein Abteil mit höchstem Komfort und erfüllen Sie ihm seine Wünsche. Ich verlasse mich auf Sie. Wenn Sie sich bewähren, werde ich über Ihr Beförderungsgesuch, das Sie mir jede Woche vorlegen, nachdenken. Falls Sie versagen, dürfen Sie sich die restliche Zeit, die Sie noch bei mir tätig sind, als Bürogehilfin vergnügen. Monsieur Poirot. Na schön, Antoinette. Das ist die Chance, auf die du so lange gewartet hast. Du hast dein Schicksal selbst in der Hand. Ja, also, das denke ich mal erklärt vieles. Wir sind die reizende Dame Antoinette. Ja. Und unsere Aufgabe. Monsieur Poirot? Ja. Ist auch. Da watschelt sie direkt los. Unsere Aufgabe ist eigentlich auch klar. Zum Spiel selber. Ich habe es schon mal durchgespielt. Allerdings jetzt auch schon vor bestimmt 5 oder 6 Jahren. Deswegen kann ich mich an einige Passagen noch relativ gut erinnern. Allerdings viel, ja, wo ich dann auch passen muss. Mit getrockneten Feigen, Aprikosen, Datteln, Rosinen und Maulbeeren. Alles in allem finde ich, das ist ein sehr schönes Spiel, ein sehr schönes Adventure. Aus dem Jahre, weiß ich jetzt nicht, ich glaube 2005. Das ist unser Inventar. Hier haben wir einmal die Fahrkarte. Hallo? Die wir uns angucken können. Die können wir drehen, in alle möglichen Richtungen, ja. Und dann wieder in unser Inventar zurückstecken. Hier können wir was miteinander verbinden. Das ist unser Tagebuch. Genau. Das hier ist unser Reisepass. Da sehen wir auch unseren vollen Namen. Antoinette Marguerite
So. Marseille? Egal. das sind Fingerabdrücke, die werden im späteren Spiel noch wichtig werden. Und ja, hier verlassen wir unser Inventar wieder. Alles im Prinzip wird über dieses, über diese Inventarsteuerung gemacht. Ich habe keine Zeit, mich umzusehen. Ich muss zum Bahnhof kommen. Ja, genau. Deswegen gehen wir auch jetzt auch zum Bahnhof. Allerdings wird uns der Weg versperrt. Dieser Dummkopf versucht mir ein minderwertiges Hackebeil zu verkaufen. Sagen Sie ihm, welches das bessere Hackebeil ist. Ja. Man sieht es hier auch. Das. Das Hackebeil in Ihrer linken Hand. Ah, wenigstens eine, die deutschen Edelstahl erkennt, wenn sie ihn sieht. Ja, made in Germany. Ja, also der Weg zum Bahnhof wird uns jetzt hier durch einige Leute versperrt und, ja. Der gute Herr rennt von uns weg. Ist taub. Da. Hallo. Hallo. Hey. Ja, warum sie jetzt da stehen geblieben ist, weiß ich nicht. Dam, 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 dam. Was haben wir da? Nach. Ich habe keine Zeit, mich umzusehen. Ich muss zum Bahnhof kommen. Na gut. Dann gehen wir weiter. Monsieur Perrault? Ja, da haut er ab. Er hört uns natürlich nicht. Und auch von der Grafik finde ich das einfach nur herrlich gemacht. Hören Sie, Foscarelli, ich bin viel gereist. Ich sage Ihnen, Fliesen aus Kütahya sind die schönsten in der Türkei. Und ich sage Ihnen, dass es die Fliesen aus Isnik sind. Das sind die ältesten und schönsten im Osmanischen Reich. Sicher, sie sind ziemlich beeindruckend, aber die Kütahya-Fliesen sind schöner. Ich bin sicher, dass hier im Bazar welche verkauft werden, die das bestätigen würden. Gentlemen, bitte, darf ich durch? Was haben wir denn hier? Junge Dame, klären Sie die Streitfrage. Sie kennen doch die berühmten Keramikfliesen. Ja, natürlich. Ich wohne in Istanbul, aber... Wir müssen hier auf den Gepäckträger warten. Besorgen Sie uns eine Fliese aus Kütahya. Und eine aus Isnik. Leihen Sie sich welche aus. Sie müssen sie nicht kaufen. Ja, wisst ihr? Und sowas müssen wir tun, damit die Herren uns durchlassen. Das ist unglaublich. Was fällt Ihnen ein, mich um so etwas zu bitten? Es geht ums Prinzip, Miss. Dafür habe ich keine Zeit. Dann erlauben Sie uns, die Diskussion ohne Sie fortzusetzen. Ja. Also, wir müssen jetzt, um hier weiterzukommen, ja, eine Schale aus Isnik und eine Fliese aus Kütahya bekommen. Mit Tee aus der Türkei und Ceylon, Kräutertees und kräftigem, dunklen türkischen Kaffee. Ja, und ich meine mich daran entsinnen zu können, dass es hier hinten irgendwo... Das hier sieht doch aus... wie sowas, was wir brauchen, oder? Da ist auch nix. Was haben wir denn da? Ja, ja, genau. Es wird ihm bestimmt nichts ausmachen, wenn ich mir das für einen Moment ausleihe. Ja, genau. Möbel und Haushaltswaren. Alles handgefertigt in der für die Türkei typisch hervorragenden fachmännischen Weise. Hohoho. Schleimer. Hallo, wieder weg hier. So, und ich glaube, wir müssen jetzt noch einmal zurück. Und zwar, da hinten war das, glaube ich, oder? Ja, richtig, genau. Ich muss daran denken, das zurückzubringen. Ja, genau. Das fällt auch überhaupt nicht auf, dass die das alles klaut. Ja, und jetzt können wir das Ganze hier abkürzen, wenn wir doppelt klicken. Und jetzt können wir den Herrschaften das geben. Ah, sie kommt zurück. Vielleicht können wir es jetzt klären. Haben Sie uns eine Fliese aus Kütahya mitgebracht? Oder eine aus Isnik? Isnik? Ja. Hier ist eine Fliese aus Isnik. Sie ist ohne Zweifel schöner. Habe ich es nicht gesagt. Danke, junge Dame. Jetzt können wir uns wichtigeren Dingen zuwenden. Zum Beispiel den Brunnen, über die wir vorhin sprachen. Ja, okay. Jetzt können wir endlich durchgehen. Monsieur Perrault? Ja, und er haut wieder ab. Das ist unglaublich. Jetzt haben wir die zwei Damen. Vorsicht, Fräulein. Wissen Sie nicht, dass das die Fürstin Dragomirov ist? Beruhigen Sie sich, Schmidt. So zerbrechlich bin ich nun auch nicht. Sieht ein bisschen aus wie Agatha aus Fahrenheit. Ich weiß nicht, wer Sie sind, ist mir auch egal. Ich bitte um Entschuldigung, aber ich bin in Eile. Sprecht. Ich bitte um Entschuldigung, aber ich bin in großer Eile. Ihre Durchlaucht hat ihren Sonnenschirm verloren. Wir suchen danach.
um sie vor der Sonne zu schützen, wissen Sie? Sie kann bestimmt irgendwo in der Nähe einen anderen kaufen. Einen für eine Fürstin passenden Sonnenschirm? Hier? Wohl kaum. Ich bedauere aufrichtig, Fürstin, aber ich bin in großer Eile. Das ist Ihre Generation häufig. Ich verweile hier nicht zum Vergnügen. Ich habe meinen Sonnenschirm verloren. Ich weiß nicht, wo ich ihn stehen gelassen habe. Tut mir leid, ich habe ihn nicht gesehen. Könnten Sie uns helfen, danach zu suchen? Ich bin nicht mehr so beweglich wie früher. Und Schmidt regt sich lieber auf, statt danach zu suchen. Ich wäre Ihnen sehr dankbar. Ah, natürlich. Ich weiß nicht genau, was in diesen Kisten ist. Ach, also, wieder zurück. Ich meine, den Schirm hatten wir am Anfang gehabt. So am den Anfang des Spieles, den kenne ich noch relativ gut. Allerdings, hier sehen wir auch im Übrigen den Zug, den wir nachher bereisen. Ich meine, am Anfang, da war irgendwo was. Den Anfang des Spieles selbst, den kann ich noch relativ gut, aber dann verlässt mich auch. Es ist kaum zu glauben, dass ein so erstaunliches Gebäude als Bahnhof dient. Daneben verblasst der Gare du Nord. Oh, jetzt habe ich's abgewürgt. War hier irgendwo? Nee, da auch nicht. Wo war dieser vermaledeite Schirm? Da auch nicht? Nein. Geh mal wieder hier lang. Suche Schirm in Bild. Wo ist der Schirm? Na komm schon. Da, Bambus, Teppiche. Da auch nicht. Was frisst diese Ziege? Da ist der Schirm! Was frisst diese Ziege? Fässer voll mit Olivenöl, Melasse und eingelegten Früchten. Ah! Moment mal. Ich glaube, das war... Moment, wir gucken uns das hier nochmal an. Der Schirm steht hinter der Ziege. Möbel und Haushaltswaren. Nein. Ich bräuchte... Fässer voll mit... Kisten mit Tee aus der Türkei und Ceylon, Kräutertees und kräftigem, dunklen türkischen Kaffee. Vielleicht da hinten. Kann man da vielleicht was holen? Da, ja genau. Das kann man nämlich jetzt dieser Ziege dann da geben. Zack. Jetzt, genau. Das haben wir zuletzt. Ja. Das müsste es jetzt eigentlich gewesen sein. Ja, und jetzt können wir den Schirm nehmen. Ja, Freunde. Und das war auch schon der erste Teil meines Let's Plays Mord im Orient Express. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin, also NRWB18. Adieu.